Tinnitus ist ein lateinisches Wort. Das kommt vom Verb tinire, das heißt klingeln, und bezeichnet jede Art von Ohrgeräusch oder Kopfgeräusch. Ein Tinnitus ist akut in den ersten 3 Monaten nach Auftreten. Er ist subakut von 3 bis 12 Monaten und er ist chronisch ab 12 Monate. Dann kann man es von der Qualität entscheiden, ist das ein objektives Ohrgeräusch, das also auch der Untersucher hören kann, feststellen kann mit akustischen oder bildgebenden Verfahren. Ist es zum Beispiel etwas, was durch einen Herzfehler hervorgerufen wird oder durch Geräusche des Blutes in Gefäßen? Oder ist dieses Ohrgeräusch rein subjektiv? Das heißt, hört es nur der Betroffene selber? Beim subjektiven Tinnitus ist die häufigste Ursache eine Innenohrschwerhörigkeit. Das Gehirn akzeptiert dann diese Innenohrschwerhörigkeit nicht, sondern ergreift Gegenmaßnahmen. Und eine typische Gegenmaßnahme ist eine Verstärkung dieser akustischen Signale. Und diese Veränderungen des Signalmusters im Verlauf der zentralen Hörbahn werden vom Betroffenen als Ohrgeräusche wahrgenommen. Ich habe mit einer lauten Maschine gearbeitet, trotz Kopfhörer natürlich, habe ich am Abend das unangenehme Pfeifen vernommen und habe dann gemerkt, da kann ich nichts machen. Ist das Ohrgeräusch am zweiten Tag immer noch da, sucht man am besten einen Hals-Nasen-Ohrenarzt auf. Nebst der HNO-Ärztin bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Und das ist ein Homöopath. Er hat mir dann ein sogenanntes Konstitutionsmittel gegeben. Und das hat dann 2 Tage genützt. Ich war schon sehr erstaunt, aber nach 2 Tagen war das wieder hier. Und ich habe dann nebst diesem Versuch Akupunktur versucht. Ich habe versucht, auch meine Ernährung anzupassen. Ich habe gemerkt, dass hier sicher auch einige Sachen mitspielen. Wenn jetzt jemand ein Jahr und länger sein Ohrgeräusch hat, dann brauche ich kein Cortison mehr, dann brauche ich keine durchblutungsfördernden Medikamente, dann muss ich davon ausgehen, dass dieses Ohrgeräusch bleiben wird. Ich habe mich entschlossen, bei einer Psychologin eine sogenannte Retraining-Methode zu beginnen, weil ich gemerkt habe, dass Stressmanagement ein wichtiger Punkt ist in dieser Tinnitus-Angelegenheit, und das hat etwas gebracht. Ganz wichtig ist bei jeder Form von Tinnitus die Prüfung des Hörvermögens. Braucht er eine Hörgeräteversorgung? Kann er, wenn er eine Hörgeräteversorgung bekommt, profitieren von einem Rauschgenerator, der mit dem Hörgerät kombinierbar ist? Das ist für Tinnitus-Betroffene besonders wichtig, denn dort habe ich die Möglichkeit, ein zweites Geräusch anzubieten, das als unangenehm empfundene eigene Ohrgeräusch wird dadurch beeinflusst. Hörgeräte werden auf die Bedürfnisse des Betroffenen vom Hörgeräteakustiker programmiert. Es ist so, dass viele Leute gut mit dem Tinnitus umgehen können. Die haben keine Probleme. Die Leute, die kleine Probleme haben, ist eine Möglichkeit die Selbsthilfegruppe. Die Schweizerische Tinnitusliga wurde 1990 gegründet. Sie ist eine Selbsthilfeorganisation. Im Wesentlichen sind es die Betroffenen selber, die sich gegenseitig beraten und helfen und sich auch in Notsituationen stützen können. Es ist wichtig, dass einem bewusst wird, dass das Gehör etwas sehr Wertvolles ist und dass man diesem Sorge tragen muss. Wer im Lärm arbeitet oder in der Freizeit gehörschädigendem Lärm ausgesetzt ist, sollte einen Gehörschutz tragen.